Moin und willkommen, meine Gemeinde und meine lieben Leute hier bei YouTube. Ich war gestern Abend im Kino und habe mir einen Film angeschaut, oder einen ganz wichtigen Film. Er nennt sich 5 Jahre meines Lebens. Da geht es um den Murat Kurnaz, der willkürlich von den amerikanischen Behörden gefangen genommen worden ist. Ich lese mal kurz einen Text vor. In Kooperation mit Amnesty International. Am Dienstag kommt Murat Kurnaz persönlich ins Kino, um von seiner Zeit in Guantanamo zu berichten. Nicht lange nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 wird der 19-jährige Murat Kurnaz in Pakistan verhaftet, gefoltert und anschließend von den Amerikanern verschleppt. Der Deutschtürke wird in Guantanamo interniert, wo er unter dem Vorwurf, ein islamistischer Terrorist zu sein, 5 Jahre lang unter unmenschlichen Bedingungen gefangen bleibt. Weil sich der ehemalige Türsteher, der den Glauben für sich entdeckte, beharrlich weigert zu gestehen, wird er psychisch und physisch gefoltert. Beweise gegen ihn finden sie natürlich keine. Erschüttertes Drama um einen Deutschtürken, Murat Kurnaz, der ein angeblicher Terrorist 5 Jahre in Guantanamo gefangen gehalten wurde. Dieser Film wurde am 19.08. und am 20.08. in Leer im Kino ausgestrahlt. Und der Murat Kurnaz kam auch persönlich vorbei und hat von seiner Zeit berichtet. Und die dortigen anwesenden Kinobesucher oder Filmbesucher zu dem Zeitpunkt durften dann halt verschiedene Fragen stellen. Ich selber persönlich habe auch eine Frage gestellt, die war folgende, wie es ausschaut mit den dortigen Wärtern und den Soldaten, ob noch ein paar dabei waren, die ein bisschen Menschlichkeit gezeigt haben. Er sagte ja, das wird auch wieder gezeigt, er sagte ja, es gab 3 Stück im gesamten Guantanamo-Gefängnis, die dort noch halbwegs, ja, wie soll man sagen, menschlich waren, korrekt waren. Naja, alles andere könnt ihr euch jetzt erstmal im Interview anschauen. Ich möchte gerne wissen, also der Film hat ja mittendrin irgendwie aufgehört, die letzten 2 Jahre hat man dann ja nicht mehr gesehen. Ich würde gerne wissen, ob sie da noch weiter gefoltert worden sind oder ob sie auch körperliche Schäden davon getragen haben. Haben sie ihre Hand noch? Ja, dieser Film, der endet auf jeden Fall nach den ersten 2 Jahren. Die letzten 3 Jahre sind nicht zu sehen. Es endet eigentlich genau dort, wo ich anfange, mich gegen das System zu wehren. Das heißt, wo ich angefangen habe, nicht mehr Fragen zu beantworten. Und das hat natürlich dazu geführt, dass ich umso mehr bestraft worden bin. Ja, heute fühle ich mich körperlich eigentlich wieder ganz fit. Und ja, ich wüsste jetzt nicht, ob ich körperlich irgendwelche Schäden hätte, nichts Besonderes. Ich mache wieder aktiv Kampfsport und habe immer wieder aktuelle kleinere Verletzungen, deswegen weiß ich jetzt nicht. Woher genau was stand, aber im Großen und Ganzen bin ich eigentlich ganz fit. Ja, ich hab's gesehen, ja. Ja, 1 und 2. Ich habe keine Frage. Ich möchte Ihnen nur meine allerhöchste Hochachtung aussprechen dafür, dass Sie nicht aufgegeben haben. Danke. Konnten Sie das aushalten? Woher hatten Sie diese Kraft? Wo haben Sie die herbekommen? Also ich habe mir diese Kraft ganz bestimmt nicht selber geben können. Ich habe Gott gebeten, dass er mir Geduld und Kraft gibt. Und deswegen bin ich Gott dankbar, dass ich heute hier stehen darf und dass es mir auch gut geht. Es ist nicht selbstverständlich, dass jemand aus einem Foltergefängnis oder Guantanamo jetzt heil wieder rauskommt. Es gibt sehr viele, die aus Guantanamo entlassen worden sind, aber die es psychisch nicht geschafft haben, die sind total gebrochen und so, dass sie nicht mal ihre eigene Familie wiedererkannt haben und dass sie nicht mal wissen, wer sie selbst sind. Also dafür bin ich Gott dankbar. Bisschen lauter bitte. Die Frage war, wenn ich es richtig verstanden habe, ob die Freude am Leben nach wie vor da ist oder ob diese Erfahrungen Guantanamo nach wie vor immer im Hinterkopf sind und das tägliche Leben bestimmen. Also ich versuche nicht zurückzublicken, sondern das Leben geht weiter und ich versuche auch bewusst jetzt alles, was passiert ist, nicht zu vergessen. Denn ich möchte in dieser Sache noch aktiv bleiben, auch in Zukunft. Und selbst wenn Guantanamo geschlossen sein sollte,
Es gibt es weitere geheime Gefängnisse, wo Menschen gefoltert werden und in der Hinsicht möchte ich halt aktiv bleiben. Und ich habe persönlich keine Probleme damit, mich daran zu erinnern oder... Also, ich habe keine Probleme heute damit. Da vorne war noch eine Frage? Ja. Ja, ja, dann gleich. Ja. Nee, machen Sie mal erst. So. Ja, da Sie ja unschuldig festgehalten worden sind, die ganzen Jahre, haben Sie da keinen Anspruch gegen die amerikanische Regierung auf Schadenersatz? Die kriegst du sowieso nicht. Denn das ist doch Unrecht gewesen, was da passiert ist. Ja, das Recht hätte ich eigentlich theoretisch schon. Die Sache ist so, dass die amerikanische Regierung und die deutsche Regierung bestimmte Dokumente nicht freigeben möchten, damit ich nicht vor Gericht kann. Das heißt nicht, dass ich nicht vor Gericht kann, sondern dass es einfach keinen Sinn macht, ohne diese bestimmten Dokumente, dass wir einfach verlieren würden. Und dann hätte ich die ganzen Kosten an mich selber hängen und so. Würde keinen Sinn machen. Das kann man eben in Millionen. Wusste Ihre Familie jemals, wo Sie waren? Also ich wusste nicht, ob meine Familie weiß, dass ich in Guantanamo bin oder nicht. Denn wir hatten absolut keinen Kontakt zur Außenwelt. Wir waren total isoliert. Das heißt, keine Briefe, keine Nachrichten und wir dürfen keine Zeitung lesen, gar nichts. Und deswegen wusste ich nicht, ob meine Familie weiß, dass es mich noch gibt und dass ich in Guantanamo bin. Aber nach meiner Entlassung habe ich erfahren, dass meine Familie einige Monate später, nachdem ich in Guantanamo gelandet bin, erfahren haben, dass ich dort bin. Durch wen haben Sie das erfahren? Entschuldigung. Die Familie, durch wen hat sie das erfahren? Ich denke, dass die Polizei das gemeldet hat oder irgendjemand von der Behörde, irgendwie sowas. Angesprochen. Ja, kurz nach meiner Entlassung gab es ein Angebot aus Hollywood. Die wollten eine riesengroße Geschichte draus machen. Das Geld war natürlich verlockend und ich habe es mir ein paar Mal überlegt, bevor ich es abgelehnt habe. Richtig so. Und letztendlich war es mir richtiger. Das war top. Es war mir halt wichtiger, dass es jemand aus Deutschland macht und nicht aus Hollywood. Top, hundertprozentig top. Riecht das halt so krass aus. Vorletzte Reihe. Ich hab's nicht verstanden. Ob Sie in Guantanamo waren. Ob Sie überhaupt da waren. Achso. Was ist denn das? Ja, ich denke schon. Soweit ich weiß, war es Guantanamo, ja. Was war das denn jetzt? Wie dämlich, oder wie dämlich, das ist unglaublich, dass es so dumme Menschen gibt. Es gab keine Entschuldigung aus der deutschen oder amerikanischen Seite und eine Entschädigung auch nicht. Präsident Obama hat vor 5 Jahren gesagt, dass er Guantanamo Bay schließen würde, das ist noch nicht passiert. Nö, auch nicht. Nee, Hoffnung habe ich nicht. Ich habe auch erfahren, dass Gelder geflossen sind jetzt neulich für die, dass die weiterhin Guantanamo finanzieren können. Es sind einige Millionen geflossen in der Regierung für Guantanamo, dass die das halt weiterhin führen können. Und es sieht klar und deutlich danach aus, dass es weiterhin existieren wird. Fragen. Ist es mit der Eidechse wirklich so gewesen? Und die zweite Frage ist, hat sich der Kontakt von Ihrer Ex-Frau zu den Terroristen bestätigt? Haben Sie da nochmal was von gehört, dass es tatsächlich so war? Also die Eidechse, die gab es. In dem Film ist das so ein bisschen anders dargestellt worden, dass es im Verhör stattfand und so weiter. Aber ist identisch gewesen, so in der Art, ja. Fuck. Und das mit der... Das ist schon hart, das ist echt hart.
deiner Ehemann, mit deiner ersten Frau, dass sie sozusagen auf Terror verdeckt wurde. Ach so, okay. Hat sich da irgendwas ergeben, Entlastung oder Bestätigung? Nee, da gab es auch keinen Vorwurf oder so, da war eigentlich gar nichts. Also, soweit ich das im Film verstanden habe, war das Taktik, wie ganz viel Taktik war. Ja, deswegen frage ich nach, ob das nur Taktik war oder wie da was rausgekommen ist. Hartmut, hörst du dich noch? Ja. Eine Frage, ich habe in dem Amnesty Magazin 07 ein Interview mit Ihnen gelesen, da sagten Sie, meine Geschichte ist mit dem Buch nicht zu Ende. Das Misstrauen der Politiker, der Verdacht, dass ich angeblich gefährlich sein soll, das geht ja alles weiter. So ist hier im Amnesty im Magazin zitiert worden. Mich interessiert in der Tat sehr die Frage, wie sieht das in der politischen Diskussion aus für Sie? Wie empfinden Sie diese zum Teil hysterische Diskussion um Islam und Islamisten und diese völlige Verquickung von Islam und dem, was alles drangehängt wird. Wie ich es finde? Ja. Ich finde es schlecht. Also was, ja, schade, dass es, dass die Medien es schaffen können, es so weit zu bringen, dass Menschen sich hassen wegen ihren Religionen. Ja. Ich meine, als private Menschen, wenn ich mir das so ansehe, gibt es, können sich Christen und Juden und Muslime eigentlich sehr gut verstehen. Immer wieder durch Medien werden Sachen aufgepusht und so weit gebracht, dass sie sich gegenseitig bekriegen und so weiter. Ist natürlich schade. Ja, ich habe, es ist, in Guantanamo ist es sehr wichtig, meiner Meinung nach, einzusehen, dass man der Nächste sein kann, der sterben wird. Ansonsten kann man, glaube ich, Guantanamo nicht heil überleben, psychisch. Denn es sind sehr viele gestorben unter Folter und unter den schlechten Bedingungen halt. Und wenn man das mit eigenen Augen gesehen hat, dann wird einem natürlich klar, dass man der Nächste sein kann. Deswegen habe ich nicht gesagt, ich werde jetzt freikommen, aber ich habe die Hoffnung auch nicht aufgegeben, dass ich wieder entlassen werden kann. Haben Sie denn noch Kontakt zu anderen, die auch freigelassen wurden? Ja. Ja, also erstmal meinen großen Respekt für deinen Einsatz. Und wie ist denn das? Hast du im Nachhinein irgendwie von irgendjemandem von, ich habe ja gehört, dass da zwei Deutsche dich verhört haben. Haben die sich im Nachhinein nochmal irgendwie gemeldet? Hast du da nochmal was von gehört? Also die mich in Guantanamo verhört haben, das war die BND. Ja. Und die sind zum Schluss gekommen, dass ich unschuldig bin und somit keine Gefahr für Deutschland, dass ich wieder einreisen dürfte. Und die damalige Regierung sagte der BND, dass es nicht die Antwort wäre, was sie erwartet hätten und nachgesehen haben, dass sie irgendwelche andere Gründe finden würden, mich weiterhin dort zu lassen. Okay, und was sagst du dazu, dass im Islam ist doch der Zins verboten, oder? Der Zins? Der Zins. Zinsen. Zinsen, genau. Ja. Sind verboten, ja? Hältst du es für möglich, dass das was damit zu tun hat, dass die USA so gegen den Islam hetzen? Ja, was soll ich dazu sagen? Ich meine, die ist ziemlich hart, ne? Das ist klar. Das ist, Danke. Bedarf es ein bisschen mehr Zeit, um darüber sozusagen eine konkrete Antwort zu finden. Die Frage war, ob es im Islam den Zins gibt und wenn nein, ob das sozusagen Vorwand, Grund für Amerika gewesen sein könnte, gegen den Islam zu sein. Und da hat Herr Kurnatz gesagt, also könnt ihr so schnell auch nicht beantworten. Ich glaube, da vorne war noch eine Frage und hier bei Ihnen und hier auch, habe ich gesehen. Ja, bitte. Als Ihr Zellennachbar umgebracht wurde, vorher war das Tränengas, womit der besprüht wurde, oder...
jetzt im Film. Haben Sie das direkt mitgekriegt? Also im Film sieht das für mich nach einem Feuerlöscher aus. So, ja, so sieht es aus, aber in Wirklichkeit war es Tränengas. Ja. Gibt es noch die Methode Waterboarding? Stimmt. Mhm. Es gibt es. Ja. Es gibt das Waterboarding und Water Treatment, was die Amerikaner, die Amerikaner sind der Meinung, dass es eine Verhörtechnik ist und kein Folter. Und deswegen wenden die es auch noch weiterhin an. Was ist das? Man wird halt festgebunden, man muss liegen, die Hände, Beine sind gefesselt und vom Hals hat man auch so einen Gurt, dass man seinen Kopf nicht heben kann. Und dann kriegt man mit einem Trichter halt Wasser in den Mund gegossen, dass man das Gefühl hat, als ob man ertrinkt, und das soll dazu führen, dass man Geständnisse abgibt. Also, ich kenne das alles. Das, was bringt, weiß ich nicht. Sehr E-Methode. Bei mir hat es nicht funktioniert. Wahnsinn. Das ist unglaublich, dass das nicht gerade ist. Ich habe eine Frage. Ich habe nicht ganz verstanden, warum wurden Sie wirklich festgenommen? Also waren Sie am falschen Ort zur falschen Zeit, oder wie kann ich mir das wirklich vorstellen? Es war hauptsächlich wegen des Kopfgeldes, was die Amerikaner ausgeteilt haben. Die haben vom Helikopter aus an bestimmten Bezirken halt in Pakistan und Afghanistan Flyer ausgeteilt. Diese originalen Flyer, die sieht man, die sind auch zu sehen im Film Taxi to the Dark Side. Da kann man die originalen Flyer sehen, und das hat dazu geführt, dass sie halt Leute als Terroristen eingefangen und an die Amerikaner verkauft haben. Auch hauptsächlich viele Obdachlose und Kinder. Also der Jüngste war unter uns 9 Jahre alt und 12. Was? Das ist unglaublich. Sehr viele 14-Jährige. Ey, sag mal, haben die Amis eben Dachschaden? Ja, okay. Ich hätte noch eine Frage, wie ist das mit diesen Amputationen? Kann man das so glauben, wie das dargestellt wurde, oder wie authentisch ist das? Ja, das stimmt. Die Amputationen, die haben stattgefunden. Und zwar haben die gesunde Körperteile amputiert und somit auch den anderen versucht abzuschrecken und Druck zu machen. Informationen bekommst. Was ich nicht verstanden habe von jetzt die Vorgeschichte. Sie sind ja also ein gläubiger Muslime geworden, so wie das jetzt in den Filmen war, wo ihre Mutter dann auch die Sorgen macht, dem Endjunge und so. Das ist ja eigentlich, das verstehe ich nicht. Dann sind Sie nach Pakistan gegangen. Was haben Sie da genau gemacht? Das kam ja in dem Film gar nicht rüber. Also einfach nur, macht euch keine Sorgen und dann. Ich hab die Schule von Jamaat Tebligh besucht. Die haben weltweit 80 Millionen Mitglieder. Und sie kommen ursprünglich aus Pakistan, aus dieser Schule Jamaat Islamic Center nennt sich das. Das ist in Lahore. Und ich habe diese Schule besucht, und es ist eine islamische Organisation, die hauptsächlich Menschen in Not helfen. Es ist eine Gruppe, die von den terroristischen Gruppen gehasst wird, von der Taliban und von der Al-Qaida, weil sie auch vielen Nicht-Muslimen helfen, und deswegen hatte ich auch nicht gedacht, dass es so etwas kommen kann. Ich sehe da hinten noch eine Frage, und hier vorne sehe ich noch eine, und da sehe ich dann noch 2, 1, 2, 3, 4 in der Reihenfolge. Meine Frage ist folgende: Gab es unterhalb der Wärtern gegen ihn gegenüber oder gegenüber den anderen Gefangenen, gab es da eigentlich überhaupt irgendeine Art der Menschlichkeit? Ist es da überhaupt möglich gewesen, oder sind die Wärter, die amerikanischen Wärter, alle extrem brutal gewesen? Ja, ich denke, man muss wissen, dass die Wärter, die in Guantanamo gearbeitet haben, Dienst geleistet haben, dass die durch ein bestimmtes Training mussten, bevor sie überhaupt mit uns in Kontakt kamen. Sie mussten 3 Wochen lang ein spezielles Training durchmachen, wo ihnen Videos gezeigt worden ist, und man hat denen erzählt, dass jeder von uns schon Amerikaner getötet hätte und dass wir in der Lage seien, mit bloßen Händen Amerikaner zu töten. Und unglaublich. Das hat natürlich dazu geführt, dass die extrem Angst hatten und bei jeder Kleinigkeit gleich zugeschlagen haben und es auch gerne getan haben, teilweise. Ja, es gab innerhalb dieser 5 Jahre gab es auch 3 Wärter, die mit mir gesprochen haben, und die haben es auch nicht einfach gehabt, weil sie wurden selber überwacht und auch dafür bestraft, was man sie erwischt hat. Dankeschön. Wie war das mit den
anderen mitgefangen, hat man überhaupt keinen direkten Kontakt gehabt. War man immer ganz alleine. Also zu Anfang, wir waren alle in einzelnen Käfigen und man konnte seinen Nachbarn sehen und sich mit ihm unterhalten, falls man seine Sprache sprach. Das war zu Beginn, waren wir halt 850 Leute, Gefangene, und nachdem wir weniger wurden, gab es die Möglichkeit, dass die uns halt separat aufteilen konnten, sodass wir keinen Nachbarn hatten. Na, ich wollte es nicht glauben, bevor ich mich selber in Deutschland sah oder zu Hause, so dass ich nicht daran kaputt gehe, da, falls die wieder so eine Nummer abziehen. Das war halt ganz wichtig, und ich wusste nicht bis zum letzten Moment, dass ich freigelassen werde. Die haben mir halt die Augen zugebunden und Ohrschutz drauf. So, dann haben die mich in den Flieger festgekettet und ich wusste jetzt nicht, wo es wirklich hingeht, ob ich entlassen werde oder nicht, aber so war es dann auch. Ja. Meine Frage ist, sind Sie voller Hass? Nein. Nö, wo ist das denn nicht? Voller Hass nicht. Ich meine, es wäre auch falsch, dass ich jetzt die ganzen Amerikaner hasse für dem, was ihre Regierung mir angetan hat. Die mir das angetan haben, ist klar, dass ich die nicht liebe. Das kann man sich vorstellen. Ja, ich sage nicht, dass ich mit Hass lebe, sondern ich mag diese Menschen nicht, und das heißt nicht, dass ich mit Hass lebe. Es gibt es auch gute Menschen, mit denen ich mich gut verstehe, und das Leben geht weiter. Also ich reise schon eigentlich quer durch die ganze Welt und bisher gab es eigentlich keine großen Probleme. Auch in die USA? In die USA habe ich lebenslang Einreiseverbot. Außer in die USA. Das ist ja klar. Zur Verfilmung. Wie nah ist der Film letztendlich an dem Geschehnissen und wie viel Mitsprache hatten Sie? Oder waren Sie auch mal im Set dabei? Wie sah die Arbeit mit Stefan Schaller aus? Ja, also das, was zu sehen ist, entspricht alles der Wahrheit. Man hat vieles weggelassen, besonders jetzt Folterszenen und alles in Details. Aber alles, was zu sehen ist, entspricht schon der Wahrheit. Und während die dieses Film gedreht haben, habe ich die bewusst in Ruhe gelassen, weil ich mir gedacht habe, dass die dann vielleicht nicht in Ruhe ihren Job machen könnten oder aufgeregt sein würden. Und das hat sich auch bestätigt, dass die haben sich nachher bei mir bedankt, dass ich die machen lassen habe, und war schon ganz okay. Von wo aus ging es denn direkt hin von Guantanamo? Da sind Sie doch sicherlich erst in New York oder irgendwo gewesen dann, oder? Nee, New York ist ja die andere Richtung. Ja. Nee, es war ein direkter Flug. Ich bin der einzige Gefangene gewesen in dem Flieger. Die haben das Flugzeug in der Luft getankt. Das hat die 1,7 Millionen gekostet, und dann war es halt ein direkter Flug nach Deutschland. Natürlich als gelassener Steuerzahler. Ja, ich sehe im Moment keine weiteren Arme oben. Doch, eine Hand kommt noch. Ja. Aber letztendlich, was Sie haben gesagt, wussten gar nicht, dass Sie entlassen werden würden. Aber was hat denn letztendlich von Behördenseite aus den Ausschlag gegeben, dass Sie entlassen werden? Also meine Mutter hat Bernhard Docke kontaktiert, meinen Anwalt hier in Deutschland, und er hat einen Brief an Angela Merkel geschrieben,
was sie auch in 3 Wochen wieder beantwortet hat und hat mich direkt von George Bush nach meiner Entlassung verlangt und dann haben die das auch öffentlich gemacht. Dann hat George Bush gesagt, ja klar, lassen wir ihn frei. Und die wollten mich sowieso schon 4,5 Jahre vorher loswerden und man hat das auch so politisch ein bisschen ausgenutzt in der Öffentlichkeit und dann durfte ich wieder nach Hause. Ja, ich bin Gott dankbar und für die Menschen, die für meine Freilassung gekämpft haben, Amnesty International, die haben fast wöchentlich Sachen unternommen und ich bin jeden einzelnen Menschen dankbar, die sich dafür eingesetzt haben. Es sind noch 166 Menschen in Guantanamo, die sozusagen auf das Glück, was Murat Kurnaz hatte. 166 Menschen sind noch da. Wahnsinn. Sie sagten gerade, dass Sie jedes Land Einreiseverbot in den USA haben. Aber was ist der Grund? Dieser Verbot gilt nur für Ex-Häftlinge aus Guantanamo, den George Bush persönlich im Gesetzesbuch eingetragen hat. Das hatte eigentlich damit zu tun, dass wir nicht in die USA reisen und vor Gericht gehen. Das ist uns einfach alles erschwert. Schweinebacken. Gut, ich sehe noch 1, 2 Fragen. Ja? Kämpfen Sie jetzt noch für die Insassen da? Haben Sie die Chance, irgendwie was zu tun? Oder ist das nur mit Aufklärungsarbeit und mit dem Film und mit dem Buch? Oder hat man persönlich oder haben Sie persönlich noch eine Chance, für die jetzigen Insassen zu kämpfen? Ja, ich finde, das Wichtigste ist, den Menschen einfach klar zu machen, dass in Guantanamo gefoltert wird und dass dort unschuldige Menschen sind. Und auch Menschen, die schon vor 9 Jahren als unschuldig erklärt worden sind von den Amerikanern aus, die nur nicht in ihre Heimatländer zurück können, deswegen in Guantanamo noch warten, bis irgendein Land sich bereit erklärt, sie aufzunehmen. Und ja, für diese Menschen versuche ich mich natürlich noch einzusetzen. Und das Wichtigste ist, glaube ich, dass Guantanamo nicht in Vergessenheit gerät. Und jetzt nicht dass die mehr. Leute wissen, es gibt da noch Menschen, die gefoltert werden. Ja, und zwar die eine Szene, wo sie da saßen, im Gespräch mit dem einen Mann, und dann sagten sie, sie haben einen Anschlag geplant, und zwar der Präsident, und zwar Kennedy. Ja, da hatten sie das echt gebracht, diese Situation, und gesagt, dass sie einen Anschlag, also dass sie Kennedy so quasi umgebracht wollten? Oder war das jetzt nur im Film? Oder war das nee, das war wirklich so. Und, ja. Top. Der war gut. Der war zu genial. Weiß man, ob es außer ihm noch weitere Deutsche in Guantanamo gegeben hat? Deutsch? Nee, sicherlich nicht. Es gab einen, der mal 5 Jahre in Deutschland gelebt haben soll und einen anderen, der 2 Jahre in Deutschland gelebt hat. Aber jetzt so wie ich in Deutschland geboren, aufgewachsen, war ich der Einzige eigentlich. Gut, ich sehe noch eine Wortmeldung. Haben Sie sich mal bemüht, eine Verteidigung zu bekommen? Dort in Guantanamo. Ja, wie denn, du Idiot, wie denn? Er hat doch gar keine Rechte da. Von sich aus den Antrag gestellt. Gibt's auch nicht, der Antrag wird vernichtet. Naja, ich meine. Bei wem willst du einen Antrag stellen? Ja, ich meine, logisch. Es war nicht einfach jetzt, ich für sowas versuchen. Es war einfach nicht möglich. Das Einzige, was wir machen konnten, ist Postkarten schreiben oder wenn das Rote Kreuz da war, um unseren Familien mitzuteilen, dass wir am Leben sind, dass wir dort sind, dass wir gefoltert werden oder sonst was. Und diese Postkarten haben Guantanamo nie verlassen. Also am selben Abend wurde ich im Zusammenhang mit den Postkarten dann auch verhört und man hat uns klar gemacht, dass solche Postkarten Guantanamo nicht verlassen werden. Logisch, klar. Jetzt noch 2 Wortmeldungen und ich würde vorschlagen, dass wir dann vielleicht auch die Fragerunde beenden, weil Herr Kurnaz sicherlich noch einige Bücher signieren will und er muss heute Abend auch noch nach Berlin zurückfahren. Deswegen einmal da und einmal da, bitte. Ja. Also in Guantanamo selbst gibt es ja mehrere Camps. In welchem Camp warst du die längste Zeit? Also zu meiner Zeit gab es circa 7 Camps in Guantanamo und ich war in all diesen Camps schon.
Zumeist war ich in Isolationshäften, also in Isolationhaft. Das war dann halt das Camp mit den Isolationshaft. Da war ich eigentlich insgesamt vielleicht über ein Jahr und dann war ich mit an den anderen Camps halt immer für einen Monat, zwei Monate oder drei Monate. Hardcore, das ist hart. Ja, bei mir hat es nicht lange gedauert. Ich habe nach meiner Entlassung bin ich zum Motorradhändler gefahren, habe mir eine neue Maschine gekauft und das Leben geht weiter. Ich sehe jetzt keine ganz dringenden Wortmeldungen mehr. Dann denke ich, dass wir Murat Kurnaz für sein Kommen hier erstmal ganz, ganz herzlich danken sollten und ihm mit einem tosenden Applaus nochmal dafür danken, dass er heute Abend hier gewesen ist. Und gestern in Papenburg auch.